Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einen XXL-DM-Haul für euch. Und zwar habe ich so einige Sachen gefunden, wenn man das so sagen kann. Also die Tüte ist wirklich super voll. Außerdem ist dieses Video eine Kooperation mit Braun. Und darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Und wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, gibt es natürlich auch noch was ganz Tolles zu gewinnen. Aber mehr dazu am Ende. Falls ihr sehen möchtet, was ich alles gekauft habe, dann bleibt wie gesagt dran. Beginnen wir mal mit den Produkten von Braun, die mir zugeschickt worden sind. Und zwar könnt ihr diese Produkte jetzt exklusiv bei DM kaufen und es hat mich wirklich auch sehr gefreut, als ich gehört habe, dass es Braun jetzt endlich bei DM gibt, denn viele von euch, die mich schon länger verfolgen, müssten eigentlich ganz genau wissen, dass ich ein absoluter Braun-Fan bin. Es handelt sich einmal hier um dieses Gerät und zwar ist das von Braun der Face Bar. Das ist ein Gesichtsepilator. So schaut das Produkt ausgepackt aus und den Deckel könnt ihr hier oben einmal abnehmen und hier vorne seht ihr dann auch schon die 10 langen und dünnen Pinzetten. Also das hier sind 10 lange und dünne Pinzetten, die wirklich selbst Härchen, die nicht sichtbar sind, entfernen können. Also das Ganze erfasst wirklich Haare, die so klein sind wie ein Sandkorn. Und das Coole daran ist, dass das wirklich nur 1,6 mm lang ist und dass ihr wirklich die volle Kontrolle darüber habt, was ihr eigentlich in eurem Gesicht damit macht. Außerdem könnt ihr hier individuell die Drehrichtung verstellen, damit euch das Epilieren auf beiden Seiten einfach leichter fällt. Wie ihr auch gerade gehört habt, ist das Ganze auch überhaupt nicht laut, sondern wirklich sehr, sehr angenehm leise. Und das Ganze hat 200 Zupfbewegungen die Sekunde. Das heißt, das Ganze funktioniert wirklich super schnell. Und so habt ihr wirklich bis zu 4 Wochen glatte Haut. Und ich habe das bisher auch schon hier am Darmbad so ein bisschen probiert. Und ich war wirklich absolut begeistert. Ich habe das vorher immer mit Wachsen probiert. Aber ich habe dadurch immer so richtig unangenehme Pickelchen bekommen. Und seitdem ich das hier habe, bin ich echt total zufrieden. Und mag das echt total gerne. Dann geht es weiter mit dem nächsten Produkt von Braun und zwar ist das ein Epilierer. Der nennt sich Silk Epil 3 und ist für Beine und den Körper geeignet. So schaut der Epilierer aus und das Ganze hat ein 20-Pinzetten-System, was eure Härchen wirklich super schnell erfassen kann und sie von der Wurzel aus entfernt. Außerdem befinden sich hier dann nochmal so 2 Massagerollen, die das Ganze dann nochmal angenehmer gestalten sollen. In der Verpackung befindet sich dann noch dieser Aufsatz hier. Und zwar kann man mit diesem Aufsatz empfindliche Stellen des Körpers epilieren. Außerdem hat der Epilierer hier noch 2 Geschwindigkeitseinstellungen. Einmal Stufe 1 und einmal Stufe 2. Die Geschwindigkeit kann dann entsprechend des Hauttyps eingestellt werden oder je nach Vorlieben. Also ist das Ganze wirklich total praktisch und total cool. Also falls ihr euch die Produkte von Braun auch zulegen möchtet, dann ab zu DM. Und ich würde sagen, ich zeige euch, was ich noch gekauft habe. Und zwar habe ich hier so ein ganz tolles Pinselset gekauft. Das schaut so aus und das ist eine Limited Edition. Das Pinselset ist von Real Techniques und ich werde euch immer die Preise einblenden. Das hat hier 5 verschiedene Pinsel und ich fand die wirklich sehr, sehr ansprechend. Deswegen habe ich die mir einfach mal mitgenommen. Dann geht es weiter mit einem weiteren Produkt von Real Techniques. Und zwar habe ich dieses Set hier gesehen und konnte irgendwie nicht dran vorbeigehen, obwohl ich sagen muss, dass ich diese 2 Schwämme eigentlich gar nicht mag, weil sie einfach komisch sind. Also die gehen super schnell kaputt, lassen sich nicht richtig reinigen, aber ich wollte den anderen 2 mal eine Chance geben und wenn schon 2 Stück drin sind, ich meine, schlecht sind sie prinzipiell nicht, sondern sie gehen für das Geld echt schnell kaputt und lassen sich nicht richtig sauber machen. Aber ich wollte gerne mal diesen Schwamm hier ausprobieren und diese hier. Ich finde die nämlich richtig, richtig süß, gerade zum Verblenden von Concealer oder so. Also ich werde die auf jeden Fall ausprobieren und euch davon berichten, wie zufrieden ich damit war. Dann habe ich mir noch so ein Aktionsset von Max Factor geholt. Das schaut so aus. Da ist einmal diese Mascara hier drin und einmal so eine Lidschattenpalette. Und das ist wahrscheinlich auch eine Limited Edition und das Ganze nennt sich Golden Moments für glamouröse Augenblicke. Und das werde ich jetzt mal öffnen. Ich finde dieses Täschchen ja total niedlich, ne? Also das sieht echt richtig schön aus. Und mal schauen, also die Mascara, die kenne ich noch gar nicht. Das ist die 4/ Epic Mascara, so nennt die sich. Hat wahrscheinlich auch dieses typische Gummibürstchen. Ja, und da ist richtig viel Produkt dran. Und dann haben wir noch diese wunderschöne Lidschattenpalette von Max Factor. Und ich muss wirklich sagen, die Lidschatten von Max Factor sind immer so gut pigmentiert, Leute. Also ich hatte mal so eine kleine Palette von denen und war wirklich sehr, sehr begeistert. Deswegen freue ich mich auch schon sehr drauf, die hier mal auszuprobieren. Dann geht es weiter mit Zahnpasta. Und zwar habe ich mir einfach mal diese hier mitgenommen. Das ist von Colgate. Die weißere Zähne in 14 Tagen. Da bin ich echt mal gespannt, ob das klappt. Ja, so nennt die sich, Sensation White mit Mikro-Reinigungskristallen. Ja, ich habe mir einmal die mitgenommen und dann nochmal eine andere von Colgate.
Die heißt Max White. Poliert, kräftigt und schützt mit 3 Aktivmineralien. Ja, da ist immer so ein Gelaber drauf auf den Zahnpasta-Verpackungen. Aber ich bin wirklich gespannt, welche mir von den beiden besser gefallen wird. Dann geht's weiter mit Seife und zwar habe ich mich dieses Mal für die hier entschieden von Balea. Das ist die Cremeseife Pitaya und Kokos. Ich wollte die einfach mal ausprobieren, weil sie neu im Sortiment war und ich bin echt gespannt, ob die gut riechen wird. Als nächstes habe ich hier etwas ganz Unspektakuläres und zwar ist das hier einfach eine Kosmetiktücherverpackung. Ja, ich habe mir davon jetzt glaube ich so 10 Packungen mitgenommen, weil ich hier meistens immer mein Gesicht damit abtrockne, nachdem ich es gewaschen habe, anstatt mit einem Handtuch, weil ich finde das irgendwie viel hygienischer, als mir dieselben Bakterien vom Vorabend in mein Gesicht zu schmieren. Dann habe ich hier wieder so ein Limited Edition Set mit Mascara und Lidschattenpalette. Und zwar ist das von Manhattan, das nennt sich Geschenkeset. Ich werde das mal ganz kurz auspacken, weil mich interessiert das voll, wie das Ganze von innen aussieht. Wir haben hier einmal so eine Mascara, die nennt sich Supreme Lash Volume Colorist with Lash Tint Complex. So schaut das Ganze aus. Ich schaue mir jetzt direkt mal das Bürstchen an. Ich hatte bisher, glaube ich, noch nie eine Mascara von Manhattan zu Hause. Das ist einfach ein stinknormales Bürstchen in so einer Zylinderform. Und dazu gab es dann noch diese schöne Lidschattenpalette. Ich werde die auch nochmal öffnen und euch dann nochmal genauer zeigen. Boah, die Farben sind echt extrem, extrem schön. Schaut mal, die hat echt richtig tolle herbstliche Farben mit dabei. Ich bin echt schon gespannt, ob die auch gut pigmentiert sind. Dann musste noch dieses Duschgel hier mit von der Marke Original Source. Und, oh Leute, das riecht wirklich nach Milchshake. Ich liebe dieses Duschgel einfach. Ich habe mir das schon so oft nachgekauft und ich bin nach wie vor begeistert davon. Das riecht einfach himmlisch unter der Dusche, wirklich. Dann durfte noch ein Lidschatten von Trended Up mit und zwar ist das eine aus dieser Secret Desire Edition. Und das sind so richtig schöne Farben, also so 2 Erdtöne, sag ich mal. Und ich finde, die sind echt perfekt für den Alltag und ich mag die Lidschatten von Trended Up sowieso super gerne. Dann habe ich mir noch einen Lidschatten gekauft und zwar gab es da so eine neue Reihe von Catrice. Der Lidschatten schaut so aus, also ist auch wieder so ein Braunton, aber der schimmert so ganz leicht, wenn ihr das in der Kamera sehen könnt. Und das ist die Farbe 010 Creme Brunet. Und der Lidschatten nennt sich Long Lasting Eyeshadow. Bin ich echt gespannt, weil die Lidschatten von Catrice haben mir bisher auch immer sehr, sehr gut gefallen. Als nächstes durfte dann noch ein neuer Lippenstift von Astor mit. Das ist die Farbe 120 und der Lippenstift nennt sich Perfect Stay Fabulous. Und das ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle Farbe. Das ist einfach meine Farbe. Also das ist so ein Nude, Rosa, so ein Rosenholzton auch irgendwie so ein bisschen. Also das ist wirklich einfach meine Farbe und ich liebe solche Farben einfach. Und dann durfte zu guter Letzt noch eine Handcreme von der Marke Trackle Moon mit. Und zwar diese orangene hier und ich finde, die riecht so unfassbar gut. Leute, also wenn ihr daran noch nicht gerochen habt, dann müsst ihr unbedingt mal, das war jetzt ein bisschen zu viel, unbedingt mal zu DM gehen. Oh Gott, das war jetzt echt viel zu viel. Mama, nimm mal ein bisschen was. Aber die riecht voll gut, ne? Oh. Richtig, richtig toll. Also die riecht so fruchtig, irgendwie so ein typischer Sommerduft. Also erinnert mich gar nicht an den Winter oder so. Und das finde ich gerade richtig toll. Ja, also falls ihr daran noch nicht gerochen habt, dann geht unbedingt mal zu DM und riecht mal dran. Das war es dann jetzt auch schon mit meinem DM-Haul. Ich hoffe natürlich sehr, dass er euch gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, was ich ausprobieren könnte oder was es gerade Neues bei DM gibt, was ich mir zulegen könnte, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und natürlich habe ich noch eine Verlosung für euch. Und zwar verlose ich die beiden Sachen von Braun, die ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe. Die könnt ihr bei mir auf meinem Snapchat-Account gewinnen. Also falls ihr mir noch nicht auf Snapchat folgt, dann tut das unbedingt. Ich werde euch hier meinen Namen einblenden. Und alle weiteren Infos findet ihr dann natürlich heute auf meinem Snapchat-Account. Wie gesagt, folgt mir da gerne. Ansonsten verabschiede ich mich hiermit bei euch und wünsche euch allen noch einen wundervollen Tag. Und bis bald. Ciao! Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you.